Guten Abend, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren. Bei unserer Nachwahl- oder Vorwahlveranstaltung oder noch mitten in den Wahlen von den Nationalratswahlen Schweiz. Wir sind vom Systemwechsel TV und vom Alpenparlament sind wir unterwegs und tun diverse Parteien aufnehmen bei ihrem Wahlkampf. Unser Anliegen ist, weil wir kommen da von einer ausländischen Agentur, die hätte gerne mal gewusst, wie in der Schweiz Wahlkampf betrieben wird. Wir sehen auch bei den Veranstaltungen, wo wir diese Woche schon gewesen sind, Publikum hat es immer wenig, relativ wenig. Und der Konsument ist heute sich gewohnt, das im Fernsehen zu sehen. Darum tun wir auch entsprechende Videos aufnehmen und eben tun die unseren alternativen Medien, die wir die vorstellen. Also, der Wahlkampf ist jetzt etwa in der letzten Woche. Also in einer Woche sind die Wahlen, nein, in einer halben Woche. Und wir werden auch nach der Wahl oder am Sonntag, wo die Wahlen sind, diverse Leute noch interviewen, wie sie sich jetzt da können präsentieren. In dem Saal, wo wir jetzt gerade sind, in Aarberg, haben die 5 Parteien sich gemeinsam schon mit einer Vorstellung von ihrem Programm geoutet. Was uns dort aufgefallen ist, dass das Thema Finanzwesen total ignoriert worden ist, also ist gar nicht zur Sprache gekommen. Es ist eigentlich Hauptthema ist gewesen, ein bisschen Klimawandel, ein bisschen Umweltschutz, ein bisschen Natur, ein bisschen Rentensicherheit und auch zum Beispiel das Thema, ja, was machen die Banken jetzt in der kommenden Zeit mit der Nullzinsrunde? Das war überhaupt kein Thema gewesen, obwohl die Schweiz ja eigentlich von den Banken lebt, wie man noch immer weiss. Und auch die Bargeldabschaffung war auch kein Thema gewesen. Wir sind ein Wirtschaftsverein und ein Wirtschaftsverlag. Wir haben verschiedene Bücher in unserem Programm. Wie eins, das ich hier vorstelle, die Humanwirtschaft, ist bei uns rausgekommen. In der Humanwirtschaftsbewegung, die wir auch noch mitvertreten. Und ich habe mir jetzt für heute Abend das Thema eben, wo jetzt bei den anderen Wahlkampfthemen ausklammert worden ist bei den Parteien, ein Wirtschaftssystem, wo könnte die Krise, wo alle davon reden, eigentlich in Zukunft endgültig eliminieren. Was ja heute Banken und auch die EZB und die grossen Organisationen, also die Nationalbanken machen, ist meiner Meinung nach seit 2008 eine Konkursverschleppung. Wir wollen den Banken eigentlich einen Vorschlag machen, dass sie sich transformieren könnten in ein sogenanntes neues Euroweg-System. Nach einer Wirtschaftstheorie, die wir Humanwirtschaft genannt haben, schon vor 20 Jahren haben wir die Bücher veröffentlicht. Im Parlament habe ich schon öfters eine Testfrage gestellt. Kennen Sie das Buch? Hat mir fast jeder Parteipräsident bestätigt. Ja, ja, das kennen wir. Aber wir wissen leider noch nicht, wie Sie das umsetzen wollen. Heute dank Internet kann man vieles umsetzen, was sich die älteren Herren von der Politik eben noch nicht können vorstellen können. Und dass man das umsetzen kann, tun wir jetzt eben in Videos dokumentieren. Euroweg ist unsere Software. Die sehen Sie nur in kurzen Auszügen. Wir haben über 13 Videos schon gemacht zu dem Thema. Die finden Sie eben auf der Systemwechsel TV-Seite. Heute machen wir eine kurze Zusammenfassung vom Ganzen. Wir sind ja im Wahlkampf und wir sind ja Demokratie. Und man muss aber wissen, dass die heutigen Demokratie eigentlich heisst, Banken Geld macht. Ja? Ich bringe Ihnen nachher gerade so ein Zitat von einem deutschen Politiker, den ich immer ein bisschen verfolgt habe in den Wahlkämpfen. Demokratie heisst aber im Prinzip Volksmacht. Und doch in der materiellen Geldwelt bestimmt eigentlich das Bankensystem. Sie regieren eigentlich indirekt Parteien. Sie haben eigentlich das grösste Wahlkampfbudget. Sie verteilen auch ihr Geld in der Schweiz weniger direkt als im Ausland. Also natürlich nicht direkt auch im Ausland. Aber die Summen sind dort entsprechend höher. Wenn man genau weiß, was eigentlich Geld oder Bankenmacht heisst, dann muss man eigentlich bei den Nationalbanken anfangen. Und die Nationalbanken wissen wir heute aus diversen Videos und man kann das auch in der öffentlich zugänglichen Statistiken nachschauen, wem gehören die Nationalbanken. Es ist immer ein bisschen getarnt, es ist immer eine Mischung, aber im Grunde bestimmt ein Herr Rothschild oder ein Unternehmersystem, das den Namen Rothschild trägt, die haben eigentlich das schon vor 150 Jahren haben die schon gesagt, mich interessiert eigentlich nicht mehr, wer das Geld, wer das Gesetz macht, solange ich das Geld kann kontrollieren. Und das heisst eigentlich im Klartext, dass über 163 Staaten die Kontrolle ihrer Geldproduktion an die unter Rothschilds Kontrolle stehenden Notenbanken abgegeben haben und kein Staat ist eigentlich mehr souverän in seiner Gesetzgebung.
alle wichtigen Gesetze, insbesondere was Steuergesetze und alle, die mit Geld eintreiben zu tun haben, das meine ich auch Versicherer, sind von den Agenten, Anwälten von der Rothschild-Lobby eigentlich abhängig. Wenn man das weiß, dann muss man doch eigentlich, wenn man ein Problem hat im Staat, muss man doch eigentlich dort nachklopfen und sagen, könnt ihr uns eine Lösung anbieten? Aber Banken haben eine Lösung nur, um sich selber in ihrer Machtposition zu verteidigen. Und was wir da unter Demokratie noch uns vorstellen, ist eigentlich ein bisschen eine Sandkastendemokratie für, ja, nicht ganz so im Endeffekt entscheidungsbefugte Politiker. Es gibt ja in Deutschland einen Satz von einem Politiker, Horst Seehofer heisst er, glaube ich, diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu bestimmen und die, die alles bestimmen, sind nicht gewählt. Das ist ja genau der Satz. Der hat also ein deutscher Politiker schon mal amtlich zu Protokoll gegeben, also in einem Video. Gut, ich habe auch diverse Politiker gefragt, jetzt in den letzten 14 Tagen, wo man die Herren verfolgt in ihrem Wahlkampf, kennen Sie den Verfassungsartikel 2? Schaut mich jeder ein bisschen entgeistert an und sagt, ja nein, kennen wir nicht. Wir haben eine Broschüre geschrieben, wo eben ein bisschen unsere Wahlkampfstrategie auch drin ist. Wir wollen ja eigentlich mit verschiedenen kleinen Parteien, wie mit der Genpartei, die wir jetzt auch in dem Wahlkampf mitvertreten und mitverfolgen, wollen wir eigentlich in 4 Jahren den Verfassungsartikel umsetzen. Also in 4 Jahren betreiben wir Wahlkampf, wo wir dem Volk sagen, liebes Volk, ihr habt das Recht, dass die Eidgenossenschaft eure Freiheit schützt, Artikel 1, also Artikel 2, Satz 1, die Unabhängigkeit und Sicherheit schützt. Ja. Im zweiten Satz steht, sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. Das sind in der Schweiz etwa 4 kulturelle Ethnien, also die rätoromanische als kleinste Ethnie, italienisch, französisch sprechende Ethnie und die deutsch sprechende ist natürlich die Mehrheit. Und jetzt kommt der Lieblingssatz von mir, sie sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Sie setzt sich ein für eine dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. Der vierte Teil von dem Artikel 2, der wird in den meisten politischen jetzt Diskussionen und Wahlkampfthemen, der wird schon ein bisschen berücksichtigt, aber gemeinsame Wohlfahrt, was ist denn das? Chancengleichheit, ja, das kennen wir nicht. Und wenn ich einem Banker so einen Satz vorlese, der lacht dann nur und sagt, das können wir gar nicht umsetzen. Mit dem kapitalistischen Bankensystem können wir weder gerecht sein, noch können wir die gemeinsame Wohlfahrt für alle garantieren. Ja? Wohlfahrt haben wir für die, die Sicherheiten bieten können. Ja? Und Sicherheiten sind in der Schweiz Grund und Boden. Also Bauern sind einmal alle schon mal in der gemeinsamen Wohlfahrt mit berücksichtigt, weil sie ihre Grundstücke können, hinterlegen für Bankkredit. Und übrigens ohne Bankkredit keine Entwicklung. Also so das Märli, wo unsere Vorfahren, zweite, dritte Generation von uns, wir sind ja schon Opas und Omas, wo wir noch gehört haben, jetzt gehst du arbeiten und dann sparst du schön. Und wenn du dann genug auf dem Konto hast, machst dich selbstständig, kannst eine Firma auftun. Wenn dann die Firma gut läuft, dann kannst du noch ein Häuschen leisten, oder? Also der Schmäh, der funktioniert nicht. Heute bei dem Preisdumping in den Löhnen, ich weiss nicht, wer heute noch seine Firmengründung mit dem Spargeld aus der Arbeitertätigkeit mal 10, 20 Jahre lang aufbaut. Ein sehr interessantes Buch ist das Buch. Und zwar, ich habe vorher kurz unsere Humanwirtschaft erwähnt. Ich habe erst vor ein paar Monaten das Buch bekommen, 2000 Jahre Wirtschafts- und Religionskrieg gegen die Deutschen. Ja, warum macht man eigentlich immer Krieg gegen die Deutschen? Erste und Zweite Weltkrieg und auch der Französische Krieg. Ja, die haben das, was ich da modernst geschrieben habe, auf der Grundlage von Computertechnologie, haben die alten Germanen vor 2500 Jahren schon gehabt. Was haben die gehabt? Die haben eine Tauschwirtschaft gehabt, in Clans. Und was haben Frauen gemacht? Die haben in ihrem Kopf Buchhaltung geführt. Die haben genau gewusst, welcher Clan von welchem noch etwas zu gut hat oder wo er noch etwas muss liefern muss und welche Clans noch wie viel Schulden haben. Und die haben das einfach ausgeglichen. Ja? Ohne Geld. Und ich glaube, 300 vor Christus sind die Römer gekommen und haben denen Geldmünzen, Silbermünzen, Goldmünzen als Tauschhilfsmittel aufgezwungen. Das haben die gar nie wollen. Und dann haben denen, wie es dort im roten Satzteil, Priesterbünde üben ihre Herrschaft, nicht nur über die Seelen, sondern auch das materielle Dasein der Menschen und die Volkswirtschaften durch ihre Geldmacht aus. Ja, was ist das?
Die Druiden aus den Keltenkulturen haben sofort gemerkt, die Römer helfen uns, unser leistungslose Einkommen über die Geldmacht zu sichern. Was verkauft der Religion? Das Seelenheil im Himmel. Ja? Aber bitte tun dich ein bisschen an der Kollekte beteiligen, dass der Herr Druide, und jetzt sind es natürlich unsere Religionen, dass die auch in Frieden leben können, ohne grosse Leistung. Und genauso sind die eigentlich die natürlichen Verbündeten, das kommt in dem Buch, also in jeder Seite kommt das zum Ausdruck. Bankenmacht und Religionsmacht, das sind einfach zwei Brüder, die in der gleichen Richtung operieren, viel Geld verdienen ohne Leistung. Das ist ja im Zinssystem so. Was bei den Politikern auch immer ein Unwissen ist, wie viele Steuereinnahmen zum Beispiel der Bund, Kanton, Gemeinden haben, wie die Fiskalquote ist, in welcher Relation im Prozentsatz das zum Gesamtvolumen von einer Volkswirtschaft, nämlich oben links sehen Sie Bruttosozialprodukt, jetzt habe ich meinen Zeigstift noch irgendwo, das sehen Sie da ganz oben, Bruttosozialprodukt, wo haben wir da? Die Schweiz ist also absolut Weltmeister, ja? Und was ich auch vielen Politikern jetzt an dem Wahlkampf eigentlich so ein bisschen als Frage suggeriert habe, gesagt, wissen Sie, als Unternehmer bin ich eigentlich schon ein paar Mal um die Welt gekommen, ich bin immer Unternehmer gewesen, und viele im Ausland haben gesagt, ihr in der Schweiz, ihr habt das beste System. Das hätten wir auch gern. Ja? Aber wir kommen nicht so ganz draus. Können Sie uns mal erklären, was ihr da macht mit direkter Demokratie? Und ich sage, ja, kein Problem. Aber es ist ein bisschen eine lange Geschichte, wenn ich das jedem Einzelnen muss erklären. Und ich habe letztens einen Bürgermeister von einer Gemeinde in der Gegend erklärt und gesagt, Sie, Herr Bürgermeister, bei Ihnen steht auf einem ausdehnten Flugplatz ein perfektes Modell mit 8 Pavillon, mit einem Seminarzentrum, zurzeit ungenutzt. Es wird jetzt wieder zum vierten Mal geschlossen. Das wäre das ideale Demonstrationsgelände, um zu zeigen, was ist Schweiz politisch, was ist sie wirtschaftlich, was ist sie schultechnisch, was ist sie in der Energieversorgung, was ist sie in der Ernährungsversorgung. Das sind wir überall Weltmeister, kann man sagen. Ich bin dabei, im Auftrag von einer anderen Zeitung so eine Statistik zusammenzustellen, dass wir jetzt zum Beispiel gerade noch Weltmeister sind bei dem Nobelpreis, bei dem Patent, haben wir also absolut den Rekord. Und jetzt muss man aber ein bisschen Zahlen noch kennen. Und ich habe nebendran das gelbe Euroweg, habe ich noch angeschrieben. Was hat die Schweiz für Bruttosozialprodukt, sind wir Weltmeister, und in der Steuereinnahmen nur mit 147 Milliarden, das sind Millionen, das wäre eigentlich das Komma, liegen wir in der Steuerquote nur bei 21,4%. Und in der gesamten Fiskalquote, das sind inklusive das Verdienen von den Gemeinden und was sie einnehmen. Wenn ein Pass muss posten, der kostet der 150 Franken. Früher haben sie den für 20, 30 Franken gemacht. Langsam ist der Staat dahinter gekommen, dass er für seine Leistung einen marktüblichen Preis muss verlangen. Und dass er nicht alles nur von den Steuereinnahmen einfach so wischiwaschi-mässig decken. Er fährt jetzt endlich an, wie ich das auch in der Humanwirtschaft geschrieben habe, die sogenannte Kostenwahrheit dann auch im Preis reinzutun. Das heisst, der Preis muss einen Gewinn beinhalten. Das ist ja die These von der Humanwirtschaft. Man darf nichts verkaufen ohne Gewinn. Und das gilt natürlich auch für den Staat, oder? Und wenn der Staat anfängt, alle seine Leistungen mit Gewinn zu verkaufen, dann wird die Differenz da zwischen ihnen noch grösser. Das habe ich nämlich da geschrieben, sehen Sie da oben. Wir können mit dem Euroweg-System den Steuerfuss, die Steuerquote, runterbringen auf 12%, aber das Gesamteinnahmepotenzial auf 25% vom Bruttosozialprodukt, das macht dann da oben die 150 Milliarden, ist wesentlich weniger als die 193 Milliarden, die wir jetzt haben. Und wenn Sie so etwas an einem Volk können, per Zahlen beweisen, dann werden Sie gewählt. Ich komme noch zum Satz, den ich von einem anderen Politiker habe, oder von einem Paul Kirchhoff, kann ich auch den Namen sagen. Er hat also mal den Satz prägt, die Partei, die alle 43 verschiedenen Steuern auf 3 reduziert, wird jede Wahl gewinnen. Und das ist 2-0-1 gewesen in Wien. Bei der Sozialistischen Partei hat er den Satz gebracht. Und ich bin dort in der vordersten Reihe gewesen und bin dann aufgestanden und habe gesagt, Herr Kirchhoff, in dem Buch steht genau das. Ja? Er hat es auch gelesen. Darum ist er nachher nicht mehr Finanzminister bei der Merkel geworden. Der Herr Haider hat das Buch auch gelesen. Eben, die Staatsquote sind heute das Thema. In Deutschland sind es bei 45. In den Zeitungen liest man überall,
ein effizienter Staat sollte die Quote auf 25% runterbringen, was wir da haben, oder? Da oben, hier. Das können wir ohne weiteres erreichen. Die Schweiz ist auch schon Weltmeister. Wir sind also sehr, sehr gut drin in den Zahlen. Ich habe noch viele andere Statistikzahlen. Also, mein Hauptbeschäftigungsgebiet, um überhaupt so Bücher zu schreiben, heisst, lese jeden Quartalsbericht der Nationalbank. Dann bist du informiert. Und ich habe noch nie einen Politiker getroffen, der dort mithalten kann, wo ich sagen kann, der hat die Zahlen auch im Kopf. Also, man muss mit Finanzzahlen können operieren. Dann versteht man auch die Grafik gut. Entwicklung der Zinsen, da wissen wir, haben wir seit 2008 das Problem. Respektive, wir haben das Problem noch können knapp entschärfen, indem der Zins von 4,25 retour gefahren worden ist von der Nationalbank auf 1,5% und nachher 2015 auf 0%. Und dem kann man eigentlich nur einen Titel geben, es ist eine Konkursverschleppung vom Bankensystem. Wären die Zinsen noch bei 4-5%, wären die meisten Staaten pleite, viele Grossfirmen wären pleite, weil sie, warum, den Gewinn jedes Jahr reduzieren müssen. Ja? Jetzt kommt immer mehr China, made in China, made in Taiwan, made in weiss nicht wo Ausland. Und die sogenannten Spargelder von uns Europäer, wo wir jetzt jahrelang ins Ausland transferiert haben, die kommen jetzt retten mit billigen Produkten und ruinieren den Gewinn. Damit man das Eigengoal, das wir da geschossen haben, noch ein bisschen entschärfen kann, haben Banken das einzig Richtige gemacht. Sie haben den Zins müssen auf Null runtertun. Jetzt kommt aber die Querseite von dieser Nullzinspolitik. Da gibt es im Internet den Herrn Markus Krall. Ich habe auch viele Politiker hier in der Schweiz gefragt. Nicht ein einziger kennt den Herrn Markus Krall. Also ich bin ab und zu ein bisschen erstaunt gewesen, was für ein abgeschottet, sage ich jetzt einmal, wissen die Schweizer haben. Also von Deutschland, von den Sachen, die dort in der, man sagt, in der alternativen Medien läuft, haben sie da irgendwo keine Ahnung. Also es interessiert sie scheinbar nicht. Wir schauen ja generell, also wir in Österreich, würde ich jetzt mal sagen, weil wir wohnen ja in Österreich, wir schauen natürlich generell deutsches alternatives Fernsehen, oder? Und da ist der Herr Markus Krall, also ich habe es gerade vor zwei Tagen wieder geschaut, sein Video, also das ist so genial und so mit Fakten aufbaut, dass man muss sagen, den muss man ernst nehmen, und zwar schnell. Und seine These heisst, also die Banken haben, er ist ein extremer Schwarzmaler, darum nennt er da die schwarzen Schwäne, wir haben Junge gekriegt. Ich sage ihm eigentlich, ich habe ihm auch schon geschrieben, Herr Krall, Sie sehen ein bisschen zu schwarz. Ich habe das Gefühl, mit dieser Nullzinsrunde können Banken noch die nächsten 3-4 Jahre uns über die Runde retten, also uns selber und Sie. Und die 4 Jahre für die nächste Wahlperiode, die brauchen wir noch, die nächsten 4 Jahre, um unser System am gesamtschweizerischen Volk so plausibel mit Videos, fast einmal in der Woche, sagen wir mal, in unserem Seminarzentrum, wo in jedem Kanton installiert werden und an jedem Wahlkampf von einer Gemeindewahl oder von einer Kantonswahl möchten wir unser Thema ständig präsent halten, sodass die Schweizer wissen, es gibt Lösungen für den Crash, der auf uns zukommt. Und der Crash ist eigentlich schlimmer. Wir haben heute auch bei einer Dame in Zürich gemerkt, ach, mir geht's gut, was soll ich mich da mit einem möglichen Crash beschäftigen? Ja? Also, solange es den Schweizer gut geht, haben die gar das Gefühl, sie müssen sich ja gar nicht um den Rest der Welt kümmern. Das kann aber ein grosses Eigengoal werden. Was der Herr Krall richtig sagt, ich habe früher eben auch die Konkursstatistiken gelesen, 1,5% der Konkurse sind eigentlich normal pro Jahr. Das sind aber Firmenkonkurs, da sind meistens kleine dabei. Was er wieder nicht gemacht hat, der Herr Krall, der Konkursschaden. Wie viel geht der Bach ab, wenn 1,5% der Firmen pleite gehen? In der Schweiz hat es im Jahr 94 erstmals 10'000 Konkurse überschritten. Dann muss ich in 2 Jahren später in der Nationalbankbilanz schauen, was ist jetzt für einen Konkursschaden entstanden, und dann kommst du auf 2,8 Milliarden, steht die Zahl da drin. Das heisst, 2,8 Milliarden sind nicht gedeckt worden von der Konkurserlös. Und wenn jetzt weisst, dass damals 350 Milliarden Bruttosozialprodukt war, dann ist der Schaden nur 0,8%. Bei 1,5% Firmen. Also auch da operiert er eigentlich mit falschen Zahlen, die irrelevant sind. Es nützt mir nichts. Wenn alle kleinen Pleiten gehen, ist das für die Schweiz vielleicht Peanuts, oder?
Aber wenn die grossen Pleiten gehen, dann kann das eben von der Summe her, die nicht mehr gedeckt werden kann, ein riesen Schaden sein. Also da bin ich ein bisschen präziser im Zahlen analysieren. Und jetzt meint er durch das, dass eben dass seit 15 Jahren oder 10 Jahren 1,5% konkursgehende Firmen nicht Konkurs gegangen sind, sagen jetzt dann etwa 10%, 15% Banken pleite. Firmen pleite. Und durch das, dass eben seit 10 Jahren die Zinsen auf Null sind, werden 2020 die meisten Banken in die roten Zahlen kommen. Habe ich ihm auch gesagt, das wird falsch sein. So schlimm sieht es nicht aus mit den Banken. Die haben rechtzeitig, wie ich im ersten Satz geschrieben habe, sehr wahrscheinlich auch mein Buch gelesen, dass man, was wir ja proklamieren, Banken umstellen von Zinsen auf Buchungsgebühren. Aber damit man Buchungsgebühren verlangen kann, muss man eben eine Software dafür haben, die nicht nur Konten verwaltet und dort auf Minusbuchungen einen Zins verlangt. Das ist simpel. Das ist eben ein 2000 Jahre altes Spiel, wo man eigentlich jetzt muss sagen, das ist im Computerzeitalter überholt. Was er auch noch als These sagt, ja, wenn denn die Banken pleite sind, dann muss sie halt den Staat retten. Das hätte er bis jetzt müssen machen und er wird ja, solange er keine Alternative hat, was bleibt ihm alles übrig, oder? Also da habe ich auch gesagt, das ist indirekt richtig, aber wir werden bis dann eine Alternative anbieten können, das wäre eben in 4 Jahren. Und dann kann man die Banken, wie ich im ersten Satz angefangen habe, zu Euroweg-Zentralen umbauen. Also Banken und die Gebäude, die die haben, die können wir sehr gut verwenden. Dass der Staat, wenn er die gerettet hat, das ist also immer das Szenarium vom Herrn Markus Krall, Dr. Markus Krall, was er ist, könnt ihr im Internet auch nachlesen. Er war Bankenprüfer die letzten 20 Jahre und er hat eigentlich all die Stresstests für Banken entwickelt. Darum weiss er genau, wo bei denen der Hase im Pfeffer liegt. Und dass der Staat dann nachher die Banken wieder Zinsen kassieren lässt, das könnte ja sein, weil wenn nachher alle Kleinbanken und auch Kantonalbanken weg sind, dann hat nur der Herr Rothschild mit seiner Notenbank sagen. Und theoretisch, wie ich auch in unserer Software vorstellen kann, es braucht eine einzige Bank in der Schweiz. Genauso braucht es auch nur eine einzige Versicherung. Die heisst aber nicht Krankenkasse, sondern die heisst Konkursversicherung. Man kann tatsächlich ein Land wie die Schweiz oder auch alle Länder in Europa über ein einziges Bankenversicherungssystem verwalten. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt habe ich noch vergessen. Und diese sogenannten Herren von der Rothschild-Armee, kann man sagen, die nennt sich IWF oder die nennt sich auch die Nazi-Wurzeln in Brüssel. Das sind lesenswerte Bücher, die habe ich also zweimal gelesen, nicht nur einmal. Da kommst du also mit Wahrheiten in Kontakt. Und auch der Herr Ernst Wolf, mit ihm habe ich schon versucht, Kontakt aufzunehmen, aber die Herren in Deutschland, die haben das Gefühl, sie wissen alles besser. Das kennen wir ein bisschen. Die Schweiz wäre eben schon berufen, den Leuten auch im Ausland ein bisschen mitzuteilen, was wir so vom Bankensystem halten. Und da möchte ich einen Satz vom Nicolas Hayek zitieren, Chef von der Swatch. Er ist leider verstorben, ich konnte ihm aber auch noch rechtzeitig können mal mein Buch schenken. Er hat einmal in einem grossen Saal, an einer grossen Konferenz vom Economy Suisse, hat er mal den Satz geprägt in seinem grossen Vortrag. Wir brauchen dringend ein neues Finanzsystem und ich weiß, es kann nur aus der Schweiz kommen. Das sind seine Feststellungen. Und er ist ja in Biel. Oder mit seinem Hauptsitz, im obersten Stock, dort im schönen Park, bin ich zu seiner Dame gegangen und habe gesagt, ganz bitte, ich habe noch einen Brief dazu geleitet, habe ich gesagt, Herr Hayek, die Leute, die das in der Schweiz machen, die gibt es schon seit 10 Jahren. Wir haben das System bereits vorbereitet und sie haben den richtigen Satz geprägt. Das, was die Welt erwartet, kann nur aus der Schweiz kommen, weil wir sind das Bankerland. Und wenn wir das präsentieren, was wir da schreiben, dann nimmt man uns ernst. Wir sind sogenannte Autoritätspersonen für das Weltfinanzsystem. Und wenn wir ein paar Bundesräte und Nationalräte und andere Politiker haben, und im Ausland sind wir gut vernetzt mit den Adeligen, die das auch wissen, dass wir da eine gescheite Theorie vertreten, dann wird die Welt das umsetzen. Also die Schweiz hat den Auftrag, das Weltfinanzsystem zu ändern. Das Buch Humanwirtschaft habe ich vor über 20, 30 Jahren geschrieben, mit dem Gedanken aus einer Unternehmerfamilie, wo ich aufgewachsen bin, ja, wenn ich einmal gross bin, ist doch der Markt gesättigt. Wie verkaufe ich Produkt XY, ich brauche jetzt das nicht erwähnen,
wenn der Markt gesättigt ist. Und ich bin ganz erstaunt, dass der Herr, das ist der Rudolf Steiner, dass der das vor 100 Jahren auch schon festgestellt hat. Der hat nämlich schon festgestellt, in den 1918, 1919 hat er das geschrieben, es wird heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert und dann wartet man, wie viel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich in sich selbst vernichten wird. Die ständige Überproduktion vernichtet sich selber. Es entsteht dadurch im sozialen Zusammenhang genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn ein Karzinom entsteht. Das, was wir mit Überproduktion machen, ist Krebs. Ganz genau dasselbe, eine Krebsbildung, eine Karzinombildung, Kulturkrebs und Kulturkarzinom. Und jetzt gibt's einen Vortrag von einem Dr. Christian Kreise von der Universität, glaube Aachen, 2018. Der hat das Zitat gebracht. Also auch unsere Professoren an der Universität kommen drauf, dass der Herr Rudolf Steiner da auch schon einen guten Satz geprägt hat. Und bei Euroweg haben wir ja da in dem Buch den Wegbegleiter vorgesehen, das Wichtigste in einer neuen gesteuerten Marktwirtschaft ist, zu verhindern, dass es Marktsättigungen gibt. Absolut. Und warum? Ich habe ein bisschen Hochschulstudium gemacht bei den Ökonomen. Meine Tochter hat mich immer eingeladen an die Universität in Freiburg. Ich soll dort ein paar Vorlesungen halten mit den Studenten. Da hat mir mal ein Student, also ein kluger Satz gesagt, wissen Sie, das einzige Gescheite, was wir lehren, ist, in gesättigten Märkten tendieren die Gewinne nach Null. Also ich habe ihm gesagt, sehr wahrscheinlich ist das der einzige gescheite Satz, den er dort lehrt, oder? Den Rest könnt ihr vergessen. Das war meine Analyse gewesen. Weil, wenn in gesättigten Märkten die Gewinne nach Null tendieren, dann bricht die Wirtschaft genauso zusammen wie der Kommunismus. Der Kommunismus ist aus dem Grund zusammengebrochen, weil man dort gesagt hat, ja, kapitalistische Gewinn, das gibt's bei uns nicht, das können wir nicht tolerieren. Das ist Kapitalismus, so. Aber Euroweg und Humanwirtschaft haben eben eine neue Definition von Gewinn, oder? Wir haben eine Theorie für gesättigte Märkte. Wir proklamieren daher einen gesetzlichen Gewinnschutz. Und damit das ist, das die Ende der Konkurrenzdenkens. Und was wir neu einführen, ist die Solidargemeinschaft aller Staaten. Da habe ich auch noch einen schönen Satz zitiert. Da innen gibt's vom Herrn Rockefeller, unser grösster Ölkonzernchef. Der ist immer mit der Bibel unter dem Arm rumgelaufen, haben sie erzählt. Und der hat immer predigt, Konkurrenz ist eine Sünde, steht in der Bibel. Das habe ich mir auch ernst genommen. Also gut. Konkurrenz ist keine Sünde in dem Sinn. Es ist sinnvoll, wenn nach einem Krieg eine Wirtschaft von Null auf wieder alles, was kaputt ist, muss aufbauen, dann ist Konkurrenz gut. Wenn sie aber die Marktsättigung geschafft haben, muss der Staat eingreifen, dass man nicht gleich endet wie der Kommunismus. Nämlich, er muss einen gesetzlichen Gewinnschutz einführen. Und auf den bin ich mit 19 gestoßen. Er kommt noch, er kommt ein bisschen später, der gesetzliche Gewinnschutz. So. Also. Wenn die Konkurrenzgesellschaft eigentlich mit Nullgewinn sich selber zerstört, dann muss man irgendetwas machen. Also aus der Nullzinsnummer kommen wir nie mehr heraus. Das sind die Sätze von den über 20 verschiedenen Wissenschaftlern. Sie hat in den letzten 10 Jahren die Geldmenge zwar mindestens verfünffacht, aber kommt irgendwo ein Satz, aber davon kam nicht 1 Milliarde im Konsum an. Das heißt, die ganze Geldschöpfung, die versickert in der Börse. Wenn wir den Zins erhöhen würden, wären alle Staaten Südeuropas und viele andere auch sofort bankrott, das habe ich schon erwähnt. Doch wäre der kollektive Staatsbankrott nicht die Lösung? Das ist jetzt die Frage. Ja, aber nur wenn man weiß, welches bessere System danach kommen wird und dass es nur die Humanwirtschaft sein könnte, muss die Welt zuerst noch eben durch unsere Videos begreifen und unser System heißt Kreditismus. Und wir wissen ja, dass der Kommunismus immer die Weltregierung oder die Weltherrschaft hat wollen und immer von einer Weltrevolution träumt haben. Und wir haben am Montag mit einem Sozialdemokrat haben wir ein abendfüllendes Gespräch gehabt. Es ist auch nicht mehr ein Haufen Leute am Vortrag gewesen und er hat am Schluss eine Stunde unsere Theorie vom Kreditismus angehört. Und ich habe dann eigentlich festgestellt, es ist genau so, wie ich das mir überlegt habe. Die sogenannten früheren kommunistischen Länder oder sozialistischen Länder, und jetzt auch noch in der DDR, in der ehemaligen DDR, sind die Leute extrem offen für das, was wir unter Kreditismus anbieten. Den sogenannten gesteuerte Marktwirtschaft, wo der Staat gewisse Spielregeln wieder einführt, um den wilden Konkurrenzkampf einzudämmen.
Also, wir machen ja einen Blödsinn. Also, wir haben Marktsättigung, die Gewinne nach Null. Und dann sagt sich jeder, ich muss noch ein bisschen billiger sein. Was machen wir? Wir machen eine Minusspirale, bis wir alle pleite sind. Ich muss noch ein bisschen billiger werden, dann kann ich mehr verkaufen und vielleicht noch meine Mitarbeiter ein halbes Jahr länger beschäftigen. Das führt in kollektive Ruin und da muss der Staat eingreifen und sagen, Jungs, jetzt ist fertig mit wildem Konkurrenzkampf, jetzt machen wir Bedarfsdeckung und die heißt Kreditismus und die macht einfach das, was sinnvoll ist und jeder, der zu viel produziert und keinen Gewinn macht, also was sein Produkt mit Preisdumping auf den Markt bringt, der wird aus dem Verkehr gezogen. Das ist eine Aufgabe für den Staat und das proklamieren wir. Aber eben, viele sagen mir immer, ja, warte doch, bis da der große Crash vorbei ist, dann hast du es leichter. Und dann sage ich, nein, ich habe nicht gern einen Crash, weil dann enden wir im Chaos und im Bürgerkrieg, oder? Wir in der Schweiz werden sehr wahrscheinlich Chaos und Bürgerkrieg am längsten können verhindern. Darum müssen wir die politische Schiene jetzt betreiben und 4 Jahre das Volk informieren, was gibt's für Lösungen, ja? Und das machen wir jetzt und damit haben wir vor 2 Wochen angefangen. Warum der Bankencrash für mich erst im Jahr 2024 und nicht 2020 beginnt, wie der Herr Krall und in Deutschland alle prophezeien, die einen sagen, im Oktober dieses Jahr, 2019, haben schon der grosse Crash, oder? Gehen schon viele Bankenkonkurs. Wir sind immer gut informiert über die amerikanische Situation. Da haben wir einen Spezialist, der immer alles analysiert, was aus Amerika gross prophezeit wird. Die rechnet da mit Bürgerkrieg noch dieses Jahr. Also, ich rechne erst im Jahr 2024 mit einem gewissen Bankencrash, dass sie eben bis jetzt im Jahr 2014 haben sie jährlich 80%, oder seit 2014 verlieren sie jährlich 80% ihrer Zinseinnahmen durch den Nullzins und die EZB und die Fed führt also da ein Spiel, wo der Markus Krall eben die 5 Schwäne nennt, oder? Und was heißt das? Der Umstieg auf ein Buchungsgebührensystem wie bei Eurobank wurde verpasst aus ideologischen, insbesondere aus Machtgründen. Das kommt uns nun zugute. In der Eurobank sind wir doch mit nur 1-3% Umsatzgebühren konkurrenzlos. Um ein durchgehendes Provisionierungssystem bei jedem Warentransfer mit Integration des Staates zu erlangen, sind mehrere Maßnahmen erforderlich, die in der Eurobank-Software seit bereits 2016 berücksichtigt sind. Als unsere Softwarefirma, wo in der Zwischenzeit über 100 Leute arbeiten, unsere Eurobank-Software neu gemacht, haben sie mir gesagt, stell das einmal an einer Bank vor, die suchen das. Und dann habe ich in einem Umfeld von unserem Business-Club einen russischen Banker getroffen, habe ihm das geschildert und der war so begeistert, dass er einfach gesagt, also wenn das im russischen Fernsehen mal gezeigt wird, gibt es am anderen Tag eine Revolution. Dann wollen 90% der Russen, nicht 95% gesagt, dass es sofort umgesetzt wird. Ja, und was ich dem auch gesagt habe, schauen Sie, Sie haben eigentlich bis jetzt den Zug verpasst, von den Zinsen umzusteigen auf Buchungsgebühren. Aber damit Sie Buchungsgebühren verlangen, hätten Sie, Banken, vor 20, 30 Jahren, wo Computerisierung begonnen hat, jedem Kontoinhaber einen E-Shop hinter das Konto stellen müssen, dann würden Sie heute überhaupt kein Problem haben, von dem Zinssystem auf das Buchungssystem von Warentransfer umzusteigen. Und der Staat, das sage ich Ihnen auch noch gerade, der hat immer das Interesse zu sehen, was sein Volk für Ware transferiert. Erstens, was für? Ist es zugelassen? Ist es schädlich? Hat es Gift drin? Wo wird's produziert? Wird's importiert? Wird's importiert, indem im Ausland Sklavenhaltersystem betrieben werden und die Leute in Armut leben, eben mit $2 pro Tag? Das kann ein Staat oder will ein Staat eigentlich kontrollieren und kann er am besten kontrollieren, wenn er unsere Software dafür hat. Und jetzt komme ich wieder zurück zu den politischen Thesen von Paul Kirchhoff. Da habe ich es jetzt genau geschrieben. Die Partei, welche alle 43 Steuern auf 3 reduziert, wird jede Wahl gewinnen. Paul Kirchhoff 201. Und wir brauchen eigentlich nur noch eine Warentransfersteuer von 12%. Ist natürlich für die Schweizer im Moment mit 7,7% Mehrwertsteuer eine Steigerung. Aber jetzt kommt ja der Gegenrechner. Wir schaffen dann Gewinnsteuer ab. Es gibt keine Gewinnsteuer mehr, weil wenn er in gesättigten Märkten die Gewinne nach Null tendiert, der Staat muss einen gesetzlichen Gewinnschutz einführen, dann wäre ja nicht ganz logisch, wenn er würde immer noch Gewinn besteuern. Also du kannst nicht Gewinn schützen, fördern und dann am Schluss besteuern. Die beißen sich die 2 Strategien. Also ist die Schweiz das erste Land, wo die Gewinnsteuer abschafft,
durch dieses Gesetz, wo eben für gesättigte Märkte dringend erforderlich ist. Und was hat das zur Folge? Alle Grosskonzerne eröffnen ein paar Monate später ihren Hauptsitz in der Schweiz. Was hat das wieder zur Folge? Die EU ist plötzlich in der Schweiz und nicht mehr in Brüssel. Weil dort, wo Konzernzentralen sind, dort wird Gesetz bestimmt und dort wird Absprache betroffen und plötzlich müssen wir gar nicht in die EU, sondern die EU ist in der Schweiz. Gut. Die Partei, die den Verfassungsartikel 2 umsetzt, mit dem habe ich extra angefangen, damit sie wissen, wo wir hinwollen, allgemeiner Wohlstand und Chancengleichheit, wird auch jede Wahl gewinnen. Ist ja logisch. Machen wir eine Volksinitiative und sagen, liebes Volk, Verfassungsartikel 2 kennt ihr leider nicht. Da, wir tun den euch jetzt nochmal in der Volksinitiative, tun wir Ihnen den mitteilen, ja? Übrigens, in Italien hat vor 20 Jahren ein Staatsanwalt das genau gleiche Gesetz verlangt und hat Recht bekommen vom obersten Senat, also vom obersten Richter, mit der, aber, wo ist die alternative Frage? Und damals vor 20 Jahren, ich bin in Italien gewesen, 85 bis 19, das war etwa 88 gewesen, hat es die Euroweg-Software noch nicht gegeben. Und die Italiener haben natürlich auch keine Ahnung von gesetzlichem Gewinnschutz. Also haben Banken nach wie vor mangels Konkurrenz können so weitermachen, wie sie gemacht haben. Nämlich der Verfassungsartikel 2, der in Italien auch existiert, einfach sträflichst ignorieren. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ignoriert kein Mensch mehr das, wenn sie sagen, was, da steht in der Verfassung? Wir haben das Recht auf gesetzlichen Gewinnschutz, auf Chancengleichheit und allgemeine Wohlfahrt und Gerechtigkeit. Ja? Und da kommt noch etwas in der UNO-Charta, steht drin, ganz am Anfang, Artikel 3, die Menschenwürde ist unantastbar. Ja, also wenn einer am Existenzminimum lebt, oder man muss immer ein bisschen die ganze Welt berücksichtigen, für $1 bis $2 am Tag muss leben, das hat nichts mit Menschenwürde und unerharter Gerechtigkeit zu tun. So. Also, in einer Volksinitiative wird sicher kein Schweizer sagen, ich bin dagegen, dass wir Wohlstand für alle haben. Ich bin dagegen, dass wir Chancengleichheit haben. Ja gut, ein paar Kapitalisten vielleicht schon, aber sicher keine Sozialisten. Und wir werden viele Kleinparteien, inklusive der Sozialdemokraten, sofort als Partner finden für die entsprechende These. Und eben, wer eine Alternative zur NWO-Weltdiktatur des materiellen luziferischen Schuldgeldes anbietet, wird auch jede Wahl gewinnen. Das ist in Amerika zurzeit das Hauptthema von Mr. Trump. Der räumt dort eben gerade ein bisschen auf. Es wird in der Schweiz nicht so wahrgenommen. Wir sind also hier nicht so dominant regiert von luziferianischen Geklüngel. Das können wir da noch ein bisschen vernachlässigen. Also, Lösung der Humanbewegung. Humanbewegung heisst unsere Partei. Ja? Und mit dieser Kleinpartei wollen wir natürlich dann auch mit mehreren Listen in 4 Jahren an den Wahlen teilnehmen. Gut. Wir wollen den Systemcrash, wie ich ihn da im Titel schreibe, nach dem Systemcrash und Humanbewegung ist die im Parlament sind wir 2024. Mit wie vielen Stimmen? Das sehen Sie nachher, wo ich mir zum Ziel setze. Wenn wir der Herr Paul Kirchhoff, den ich vorher zitiert habe, mit der 43 Steuern auf eine reduzieren. Wenn man mal, er ist ja Steuerexperte am Verfassungsgericht in Karlsruhe. Da habe ich mir einmal die Steuern angeschaut und habe auch mit einem Anwalt darüber geredet. Er hat mir mal folgenden Satz gesagt. Herr Klausner, wenn Sie ein alternatives Geldsystem jetzt schon einführen, das noch nicht zum staatstragenden Zahlungsmittel erklärt worden ist, dann müssen Sie dann aufpassen, wenn Sie dann die Steuern müssen zahlen, die müssen Sie dann aber in Franken zahlen. Da können Sie dann nicht mit Euroweg kommen oder mit Wir. Darum nimmt ja heute keine Wir und darum ist ja überall im Gespräch, Wir sind im Sinkflug, oder? Und ich habe an einer Messe gerade den Test gemacht und gesagt, nehmen Sie alternatives Geld. Und er sagt, ja, hören Sie mal auf mit dem Zeug. Der hat natürlich sofort an Wir gedacht. Dann habe ich gesagt, ich rede jetzt nicht von Wir. Aber ich sage jetzt Ihnen, es wird ein alternatives Geld geben. Und mit dem können Sie die Steuern zahlen. Würden Sie es dann nehmen? Ja, dann sofort. Hat er gesagt, wenn ich damit die Steuern zahlen kann, kein Problem. Also mit Euroweg kann man in 4,5 Jahren die Steuern zahlen. Weil warum? Wir machen als erstes ein Gesetz, ergänzend Steuern sind auch in Leistungswerten zu bezahlen. Heute steht im Gesetz, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Ja? Das weiss jeder Anwalt. Also Steuern muss immer in Cash Money zahlen, also in Franken. Sobald wir können in der Regierung mitreden, und da muss natürlich eine gewisse Mehrheit haben, gibt's das erste, Steuern sind in Leistungswerte. Und was heisst das? Wie vor 100 Jahren durch den Zehnten deiner Leistung. Mir hat ein Habsburger mal erzählt, wissen Sie, mein Vater hat noch die Steuern gezahlt, da sind wir mit 6 Fuhrwerk, sind wir vor der Hofburg
angefahren. Und was haben wir abgeladen? Baumstämme. Wir haben nichts anderes gehabt. Wir haben Baumstämme geliefert. Das war unsere Steuerrechnung zu zahlen gewesen. Geht leider nicht mehr. Jetzt müssen wir den Baum verkaufen auf dem freien Wettbewerb. Dann gehen die Preise runter. Und mit dem Geld müssen wir dann Steuern zahlen. Also ein Drama. Und all die 2080 Kryptowährungen, die es gibt, plus PayPal, plus eben wir, solange mit denen nicht Steuern zahlen kann, bleiben die unter ferner Liefen eine Randerscheinung. Technisch vielleicht gut denkt, es gibt sicher keine gute Lösungen darunter, aber so gute Lösung, wo man kann sagen, sie hat das Gesamtkonzept, um in 4 Jahren in der Schweiz Parlamentswahlen zu gewinnen. Und was ich mit gewinnen meine, das können Sie sich selber ausrechnen. Ich glaube, heute ist man ab 35% Wahlstimme ist man eigentlich absolute Führerpartei. Ich glaube, in der Schweiz hat keine Partei mehr als 35%. Okay, und dann um den Artikel 2 der Bundesverfassung einzuhalten, erhebt der Schweizer Staat einen gesetzlichen Gewinnschutz. Habe ich bei den Banken abgeschaut, den gibt's nicht, ist nicht einmal eine Erfindung von mir. Und das machen wir jetzt eben nicht nur auf Geld, weil Banken haben aufs Geld einen Gewinnschutz, kommt gerade der Beweis. Und wir wollen jetzt auf alle sinnvolle Produkte. Und dann hat der Staat eben all das, was Unsinn ist. Ich sage es nur ein Stichwort. Porno. Ja? Kann der Staat sagen, nein, das wollen wir nicht. Vor allem nicht in einem gewissen Altersbereich von unserer Jugend. Das kann der Staat nachher verhindern über den gesetzlichen Gewinnschutz, der von Wegberater von uns kontrolliert wird. Und um die Bonität, und jetzt kommt das Entscheidende, aller Wirtschaftsteilnehmer auf 100% zu erheben und um den Blanko-Warenkredit der Euro-Wegbuchungszentrale abzusichern, führt der Staat eine Konkursversicherung von 1% des Bruttosozialprodukts ein. Also auf das kannst du nur kommen, wenn du eben Statistikzahlen liest jedes Quartal, wenn du Konkurszahlen liest, wenn du den Konkursschaden liest und darauf kommst, dass der Konkursschaden ja nie mehr als 0,8% jemals war in der schlechtesten Wirtschaftsperiode in der Schweiz 2014. Nein, 1994. Dann muss man doch dahinter kommen und sagen, von was lebt die Bank? Vom Kredit? Ja, wenn sie nur noch 1, 2, 3% Bonitätsmenschen findet in der Schweiz, die noch das Grundstück haben und das Haus für einen Kredit absichern, ja, dann sterben denen oder dann schwimmen denen Kunden davon, respektive es gibt keine neuen Kunden. Also musst doch du das Kundenpotenzial für kreditnehmende Bank, also für Kreditnehmer bei den Banken, musst du erhöhen. Und ich weiss auch nicht, warum noch niemand auf die blöde Idee gekommen ist, eine Konkursversicherung einzuführen. Ja? Aber wenn du die Statistikzahlen von der Schweiz liest, dann musst du doch sagen, das ist doch die logischste Konsequenz. Nur die Konsequenz geht eben nachher zum Gewinnschutz und so weiter. Und dann ist Geld auch kein Monopolprodukt mehr. Die Geldschöpfung ist kein Monopol, sondern wird als warengedeckter Blankokredit, genannt elektronischer Wechsel von Unternehmern mit den Kunden, erstellt. Damit wird die warengedeckte Geldschöpfung erstmals gesetzlich verankert und zum staatlichen Zahlungsmittel ernannt. Geld ist kein Mangel mehr. Jetzt muss man doch auch noch wissen in der Geschichte, seit 300 Jahren gibt es einen Kampf, wer darf das Geld produzieren. Also bis 1696 hat immer der König gesagt, ich mache das Geld. Ich habe mein Münzbergwerk, ich habe Silberbergwerk und ich präge Münzen, dort ist mein Kopf drauf. Ich, König, mache das. 1696 ist Bank of England gegründet worden mit einem Trick. Eben der Heinrich der irgendwas, Vierte, hat kein Geld mehr gehabt. Dann haben ein paar schlaue Banker gesagt, also Geldverleiher, Münzgeldverleiher, du, jetzt Gold haben wir immer zu wenig, jetzt lass uns doch einmal Banknoten drucken. Das hat man schon in Holland erfunden. Und wir geben dir dann ein bisschen Rendite. Und er hat zugesagt. Und das ist eigentlich der Anfang vom Untergang vom Geldmonopol des Staates gewesen. Also der König gleich Staat, oder? Und es gibt in der Habsburger, in den Museen in Wien gibt es das Geldmuseum. Da steht noch an der Note, Staatsnote 1870, 1880, Staatsnote 1908, steht plötzlich Banknote. Aha, da hat irgendein Besitzer gewechselt, der Staat. Also auch bei der Banknote haben die Staaten noch eine gewisse lange Zeit lang ihre Geldhoheit können verteidigen,
ist aber natürlich immer auf dem Fokus der Banken gewesen, denen müssen wir das Geldmonopol wegnehmen. Was haben sie inszeniert? Inflationen. Sie haben gesagt, der Staat, der finanziert ja nur seine Soldaten und seine Beamten, die produzieren ja nichts Gescheites. Also, wenn ein Staat Geld nur an Konsumenten gibt, dann gibt es logischerweise Inflation. Wenn aber ein Geldsystem, ob Staat oder jetzt Euroweg, das Geld in erster Linie an Unternehmer, die Investitionen machen in Technologie, in Marktausweitung, dann gibt's keine Inflation. Also da wird auch Schindluderei betrieben mit dem Wort Inflation. Geldausweitung gleich Inflation. Da sage ich, nein. Geldausweitung bei Konsumenten wohl, ja, aber bei Investoren nein. Das wird an der Hochschule auch nicht unterschieden. So, und jetzt schnell unser Ziel. Die mögliche Rede des neuen schweizerischen Bundespräsidenten an das Volk im Dezember 2023. Und Spanien ist schon lange pleite. Und da habe ich ihm mal gesagt, sagen Sie doch Ihrem Verwandten, er soll mal bei seiner Neujahrsansprache am Volk sagen, liebe Spanierinnen und Spanier, unser Land ist pleite, aber wir haben eine Alternative, die heißt Euroweg. Morgen eröffnet jeder ein Euroweg-Verrechnungskonto und fangen wir neu an. Und wir lassen die Banken pleite gehen und transferieren auf das neue System. Und aus dem habe ich jetzt den ganzen Bundesrat redet, natürlich nicht für den spanischen König, sondern für uns, wenn wir die Wahlen gewinnen. Das ist im Prinzip das Ziel von uns definiert und in der Rede so dargestellt, dass wir das Ziel erreicht haben. Und zum Ziel erreichen habe ich jetzt schon so viel Gespräch geführt, wo ich immer am Schluss der sogenannte Skeptiker, ich habe einmal von der Regierung Schweiz einen Finanzexperte am Tisch gehabt, der hat mir gesagt, was Sie wollen mit einem neuen Geldsystem anfangen? Ja, haben Sie einen Investor? Da sage ich, ja, wieso? Ja, es muss doch einer einen grossen Sack Geld auf den Tisch legen, dass Sie mit einem neuen Finanzsystem können anfangen. Dann hat er gesagt, nein, brauche ich keinen. Ich brauche jeden Mensch, der etwas leistet, wo ein Produkt hat oder wo er nur Arbeitsleistungen hat und die tun wir im Warenverrechnungssystem vernetzen, wie Bankkonten vernetzt sind. Und dann sagt eben die Dame, die der Herr eingeladen hat, ist nämlich auch Treuhänderin und Buchhalterin, der hat gesagt, du zeig ihm doch mal das mit diesen zwei Kreisen da, oder? Und ich ihm nach einer Stunde Kampf, dass er es eben kennt, wo er dann gesagt hat, ja, jetzt, ja, kommen wir langsam dahinter, habe ich gesagt, wie Sie selber, ein Banker hat mir gesagt, Geld ist eine provisorische Buchhaltung. Was wir seit 2500 Jahren mit Münztauschgeld und Banknoten machen, ist eine provisorische Buchhaltung. Und ein Techniker oder ich sage immer Unternehmer, die haben immer einen Fokus auf Lösungen. Provisorien müssen beseitigt werden. Dann habe ich sofort gewusst, mit dem Euroweg und Humanwirtschaftsgebilde habe ich eigentlich die provisorische Buchhaltung erledigt, weil ich sage, im Vordergrund stehen die Güterkreisläufe, Lieferant, Kunde, und die spielen wie einen Schatten. Das, was auf reellen Warenkonten läuft, spielen die nach. Und behauptet, sie sagen dir, wie wichtig sagen, sie hätten gern 40% vom Umsatz als Provision, sprich Zinseinnahme. Sie verzögern den ganzen Güterkreislauf, indem sie immer sagen, halt, ihr könnt erst liefern, wenn ich den Kredit bewilligt habe. Halt, du kannst das Haus erst bauen, wenn ich den Kredit bewilligt habe. Und Bauunternehmer und alle warten immer, bis der Herr Banker den Kredit bewilligt, oder? Und können nicht vorwärts machen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja eigentlich ein Monopoly-Spiel, was Banken mit uns betreiben, das ist Monopoly-Spiel. Sie spielen das nach, was wir in der realen Güterwirtschaft schon lange könnten erledigt haben, wenn sie uns nicht würden blockieren. Also beides ist Schnee von gestern, beseitigt. Und übrigens, der Herr von der Regierung, der hat es nachher sofort kapiert. Also die zwei Kreise, das bringt jeden, der ein bisschen von Buchhaltung eine Ahnung hat dahinter, dass das real ist, was wir da erzählen. Was wir machen mit Euroweg-Software, ist die Zukunft. Und die kann man gar nicht verhindern. Die ist technisch, liegt der Buchhalter, also wenn ich mit Buchhalter rede, die sagen immer, logisch, verstehe ich, das ist Zukunft. Verrechnungskonten im Warenkreislauf ersetzen Geldkonten im Geldkreislauf. Ja? Also, ein Bankensystem läuft sich zu Tode, ist schon tot. Ja? Sie machen Konkursverschleppung und technisch haben wir sie mit unserer Software richtig überholt. Übrigens, alle 2000 Kryptowährungen haben es eigentlich auch gemacht. Sie haben nur etwas versäumt. Sie haben keine Kreditwürdigkeit integriert. Sie haben nicht können sagen, wie schöpft man einen Kredit oder wie macht man ein Konto, wo nur Warentransfer beinhaltet, wie lädt man dort das Minus zu? Und wie tut man das Minus absichern?
Wenn Sie jetzt genau ein bisschen aufgeschrieben hätten, hätten Sie gemerkt bei mir, durch einen gesetzlichen Gewinnschutz, Steuern kann man in dieser Währung zahlen. Das sind Gesetze. Also Steuern sind nicht nur in Landeswährung, sondern auch in Leistungswerte zu bezahlen. Durch eine Konkursversicherung, weil wenn du reine Kontenbuchungen machst und kein physisches Geld mehr hast, dann musst du davon ausgehen, also wenn du ein Kreditsystem integrierst, dass ich jemandem einen Kredit gebe, der baut eine Fabrik, der hat seine 4 Millionen gerade ausgegeben, morgen will er eröffnen und bei der vorderen Eröffnung fährt er an einen Baum und ist tot. Ja? Und der Ideenbringer und der Ganze, der das aufgebaut hat, ist nicht mehr vorhanden. Dann ist meistens so ein 4 Millionen Investment ist natürlich nachher kontomässig im Niemandsland. Und dann muss eine Konkursversicherung ein Konto haben, gegen das man das kann ausbuchen. Und das ist eben das, was ich in der Berechnung, in der Gebühren von dem Transfer mit 1% Bruttosozialprodukt drin habe. Da können wir jeden, es ist auch noch etwas Wichtiges zu verstehen, in einem Real-Time, also zeitverlustlosen Buchungssystem, gibt's ja gar keine unbezahlte Rechnungen mehr. Das muss man auch verstehen. Die ganze Nachrennerei, du zahlst denn endlich die Rechnung, oder wenn kommt endlich das Geld, den Satz gibt's gar nicht mehr. Wenn's den Satz, wenn schickst endlich das Geld nicht gibt, dann gibt's ja kein Inkassobüro mehr, kein Mahnwesen mehr, kein Betriebsamt mehr, und niemand kann einen Konkurs mehr eröffnen. Weil jede Buchung ist Realtime bei Bestellung gleich Bezahlung. Und wenn man das mal kapiert hat, und den Banker, wo ich das System schon gezeigt habe, die haben das alle kapiert, ja. Die sagen immer, genial, genial. Machen Sie es so schnell wie möglich zu einer politischen Grundlage und machen Sie das in der Schweiz, weil nur in der Schweiz können Sie das machen. So. Und darum sind wir jetzt nach langem Odyssee in Deutschland haben wir Firma, in Österreich wohnen wir schon 20 Jahre, haben wir jetzt wieder beschlossen, nach Kanton Bern zurückzügeln und uns mit dem jetzigen Wahlkampf schon mal ein kleines Trainingslager aufzubauen, so dass wir in 4 Jahren die Bundesratsräte, wo ich vorher kurz die erste Seite von 4 Seiten kurz gezeigt habe, Sie können nachher im Internet auf unserer Webseite das Video schauen und dann können Sie die ganze Bundesratsräte als die Zielsetzung unserer Bemühungen lesen. Kurz zusammengefasst, mit geordnetem Staatsbankrat vom Geld mit T geschrieben zum Geld mit T geschrieben. Die Geltung ihrer Leistung, ich hatte mal einen Professor gehabt, der hat mir das Buch retour geschickt und hat gesagt, ein Buch, wo einer nicht einmal weiss, wie man Geld schreibt, muss er also nicht lesen, ja. Er hat gesagt, schade, dass Sie nicht richtig angefangen haben zu lesen. Da hätten Sie gemerkt, dass ich das zum Prinzip erklärt habe. Geld mit T ist die Geltung ihrer Leistung, die jeder herstellt durch die Rechnung, auf der seine Leistung steht. Also steht auf der Rechnung nicht mehr Rechnung, sondern Geltungsschein. Mit T geschrieben. Ja. Damit haben wir ein neues Bewusstsein. Und dann, wenn wir den Staat so weit können übernehmen, wie ich mir das vorstelle, dann ist der nächste logische Schritt der Staatsbankrott. Das Systemwechsel muss geplant und geordnet vollzogen werden durch die neue Humanregierung ab 2024. Womit? Punkt 1, die neue Humanregierung erklärt den Euro-Staatsbankrott und führt selbst das Konkursverfahren durch mit dem neuen Geld, Euroweg, mit seinen Beratern, die als Konkursverwalter in jedem Kanton, Stadt, Gemeinde eingesetzt werden. Wir machen den Konkurs selber. Wie machen wir ihn? Nämlich, alle Forderungen werden akzeptiert, außer Zinsforderungen aus dem alten Schuldgeld. Somit werden eigentlich nur die Banken nicht gerettet. Aber sonst jeder Lieferant vom Staat, jeder Bürger, jeder und drittens Umbuchung von Euroweg-Konten. Alle Unternehmer und Personen erhalten ein Euroweg-Konto mit selbigen Salden wie vor dem Konkurs. Daher keine Abschreibungen und keine Konkursverluste. Wenn man das Warenkreditgeld neu einführt, dann kann ich jedes Konto von Geld, es ist ja nicht Produkt, 1:1 transferieren und die Leute wissen genau, dass sie immer noch den gleichen Saldo auf dem Konto haben. So, und mit dem Artikel bin ich mit 19 Jahren eigentlich ja schwanger gegangen, indem ich gelesen habe, Verzinslichkeit von Geldanleihen und Geldschulden, Artikel 313, das Darlehen ist im gewöhnlichen Verkehr nur dann verzinslich, wenn Zinsen verabredet sind. Da denkt man, ah, komisch, hä? Im gewöhnlichen Verkehr, also wir sind alle gewöhnlich, ja. Wenn aber einer von uns da eine Bank hat, sind wir schon nicht mehr gewöhnlich. Das ist dann im kaufmännischen Verkehr, sind auch ohne Verabredungen Zinsen zu bezahlen. Darum können ja alle Firmen Verzugszinsen heute per Gesetz abgesichert verlangen. Und der schönste Artikel 2, 314,
die vorhergehende Übereinkunft, dass die Zinsen zum Kapital geschlagen, das nennt sich Zinseszinssystem, und mit diesem weiter verzinst werden sollen, ist ungültig unter Vorbehalt von kaufmännischen Zinsabrechnungen im Kontokorrent und ähnlichen Geschäftsformen, bei denen die Berechnung von Zinseszinsen üblich ist, wie namentlich bei Sparkassen. Die Banken haben natürlich nie so brutal gesagt, sie meinen nur sich selber. Und sie haben dann immer gesagt, ja, die Sparkasse dürfen das auch. Und Sparkasse kann ja ein Volk gemeinsam gründen. Also ist doch das sehr volkstümlich gedacht, oder? Hier sehen Sie noch kurz mal das Buch nochmal abbildet. So sieht es von vorne aus. Der Kapitalismus kann nicht untergehen. Das nennt man das Titanic-Syndrom. Und zwar nur wer eine durchdachte, technisch-logische und daher umsetzbare Alternative anbieten kann, kann dem falschen Geldsystem den Stecker ziehen. Also der Kommunismus hätte können zusammenbrechen, weil es einen Kapitalismus gegeben hat. Aber was kommt nach dem Kapitalismus? Die wissen nicht, wohin sie können zusammenbrechen. Und die meisten Banken und Leute sagen, ach, wenn geht das System endlich zugrunde. Wir wissen, dass es nicht mehr tauglich ist. Wir würden liebend gern aufhören, aber wohin? Sie warten auf die sogenannte, wohin kann ein altes, nicht mehr taugliches System hin zusammenbrechen? Also das muss politisch natürlich gewünscht sein und von 60% eines Volkes wie in der Schweiz wird es auch schon gewünscht. Alle sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. Ja, gehörst du an jeder Ecke. Ja, wie soll es denn weitergehen? Ja, ich habe keine Ahnung. Hoffentlich kommt einmal ein UFO und sagt, wie es weitergeht. Es gibt in Amerika solche, nein, es gibt in Deutschland einen, der hat ein Video gemacht. In 3 Wochen sind wir alle Millionäre. Da müssen alle außerirdisch das gesamte Vermögen, das die letzten, was hat er gesagt, 12'000 Jahre von dem Planet gestohlen haben, müssen sie uns zurückgeben. Ich habe ihm ein SMS geschrieben, er hat gesagt, es gibt eine realistischere Methode. Gut. Wenn der Staat nachher eben sozusagen indirekt wieder Besitzer von der Banken wird durch das Euroweg-Verrechnungssystem, oder? Wenn wir in der Regierung sagen, wir übernehmen wieder die Geldhoheit, ich mache das gerne folgendes Beispiel. Die Humanwirtschaft mit der Humanbewegung gewinnt Wahlen. Unsere Politiker hat jeder einen Aktenkoffer, aber einer hat den wichtigsten. Dort hat es nur ein paar CD drin, wo man in den Staatscomputer hineinschiebt und sagt, Altlasten interessieren uns nicht mehr, wir haben das neue System und fangen bei Null an. Ja? Ungefähr so sehe ich einen Systemwechsel, aber ich habe es vorher kurz erwähnt, man muss ihn natürlich durch Umbuchen von allen Konten machen. Also man kann nicht sagen, alles Alte interessiert uns nicht. Ja? Und eben nachher ist der ausgewogene Wohlstand gemäß Bundesverfassung Artikel 2, Chancengleichheit und allgemeiner Wohlstand, endlich umsetzbar. Statt seit 100 Jahren in der Verfassung. Ja? Das ist noch kurz ein Bild, wie unsere Software aussieht und das ist eigentlich nur aus dem Grund noch kurz erwähnt. Technologie, ein Kontosystem. Philosophie, wie gibt man in einem neuen Geld allen Teilnehmern wahren Blankokredit? Nämlich, wenn schon in der Verfassung steht Gerechtigkeit, dann muss beim Kreditvergabesystem jeder einen Kredit bekommen. Ja? Nicht wie bei der deutschen Währungsreform, jeder fährt da mit wie viel? 30 oder 300 Euro oder D-Mark haben sie da mal müssen. Das ist zwar mal gerecht gewesen, aber Peanuts, das hat natürlich nicht können lang halten. Bei uns ist der Blankokredit fährt da bei 33'000 und jetzt kommt's. Und wenn du weisst, wie Technologie funktionieren muss, wenn du weisst, wie man Kreditgeldschöpfung muss neu gerecht machen, für alle, für den allgemeinen Wohlstand, dann muss das zu einem politischen, muss eigentlich das zu einem politischen Programm noch können machen. Du musst genau wissen, wie eben der Herr Kirchhoff gesagt hat, die Partei, die alle 43 Steuern auf 1 oder 3 reduziert, wird jede Wahl gewinnen. Wenn ich so einen Satz höre, habe ich natürlich Freude, oder? Und dann kann ich ihm sagen, Herr Kirchhoff, Sie haben vollkommen recht, wir machen das, wir haben das in der Philosophie schon vorbereitet. Wir haben aber ein paar technologische Zusatzvorteile. Wie? Wir müssen umsteigen können vom alten System, das nennt sich bei uns altes Kassensystem. Das sind die normalen Franken und das ist ein virtuelles eben Warenkreditkonto. Das heisst, ich habe müssen 20 Jahre üben, bis ich selber dahinter gekommen bin. Für den Umstieg musst du altes Geld neben neuem Geld haben. Nicht so der Fehler von der Wir, dass du Wir nicht im Franken tauschen kannst. Oder nicht aus Wir wieder zurück. Das darfst du nicht mehr bringen. Da sagen alle Leute, nein, das ist eine Second-Hand-Währung, da kann ich nicht mitmachen. Wir müssen eine Währung haben, wo beide Währungen
möglich sind. Man kann immer noch sagen, und das machen wir auch, die Währung im Positiven kann erst in 2 Jahren wieder in die alte Währung zurückgetauscht werden. Das nennt sich ja das System des Wechsels. Man sagt, ich gebe dir ein Stück Papier, das kannst du schon wie eine Banknote wechseln, aber wenn es dann nicht kannst wechseln nach 2 Jahren, dann kannst du es wieder in Frankennoten wechseln, wenn es den Franken dann noch gibt. Ja? Und dann nimmt jeder Grosskonzern nimmt das Geld. Gut, zusammenfassend bin ich am Schluss. Eine Konkursabwicklung, wie ich sie vorher kurz erwähnt habe, man fährt an, Punkt 1. Anstelle der verschiedenen Bankkonten eröffnet jedermann auf jede Firma ein Euroweg. Also, jeder hat verschiedene Bankkonten. Es gibt in der Schweiz, glaube ich, immer noch 200 Banken, ja? Also, von 200 Banken gibt es dann nachher noch eine sogenannte Staatsbank, sprich Nationalbank, Nachfolgeorganisation, die heisst bei uns Euroweg. Wir wollen aus dem Schweizer Franken auch auf den Euro rechnen. Dann zusätzlich stellt jeder seine Leistungen und Produkte in den integrierten E-Shop. Das heißt, jeder kriegt im Konto einen E-Shop. Habe ich jetzt vorher kurz übersprungen. Und jeder bekommt die Buchungslimite seiner Wahl. Einkaufsrahmen nennt sich das. Zweitens, im Umsteigen. Darauf transferieren wir mit den Wegbegleitern die Salden der alten Bankkontenauszüge vom Stichtag X. Natürlich muss der Staat das organisieren und muss einen Stichtag festlegen. Und die Schulden werden im Weg-Euro-Konto gebucht als Blankokredit ohne Zinsen. Das Guthaben wird aufgeteilt zu je 50% in Weg-Euro und 50% in altem Cash. Eben. Also wir haben beide Konten. Und das Dritte, dadurch gibt es bei Sparern und Firmenkonten keine Abschreiber und keine Verluste, nur betrügerisch entstandene Guthaben werden teilweise reduziert, wie auch reine Zinseinnahmen. Die Banken sind damit ersetzt und zu Wegzentralen umgebaut. Ganz unten stehen noch ein paar Sätze. Das System besteht bereits seit 2018, wird von unseren Konkursabwicklern so angeordnet, Punkt 2. Und das Dritte, die Wirtschaft in gesättigten Märkten muss gesteuert werden. Also der freie, wilde Konkurrenzkampf hat ausgedient in gesättigten Märkten. Was hat man in den letzten paar hundert Jahren gemacht? Wenn ein Markt gesättigt ist, oder auch wenn du das Problem der Überbevölkerung gehabt hast als Staat, was hast du gemacht? Krieg. Du hast einen Krieg angezettelt. Kriege werden von Regierungen angezettelt, um die Marktsättigung zu beseitigen und um die Überbevölkerung zu reduzieren. Beides ist jetzt nicht mehr möglich. Und man sagt auch, ein Krieg in Europa ist aus folgendem Grund nicht mehr machbar, weil überall zu viele Atomkraftwerke rumstehen. Also Marktsättigung, Besättigung mit Krieg ist überholt. Und was wir noch als Drittes eingebaut haben und auch als nächstes Jahr einführen, ist der Papierwechsel. Das ist das Thema, das ich vorher kurz am Anfang gesagt habe. Kein Mensch in der Schweiz nimmt das ernst, dass Banken wirklich das Bargeld abschaffen wollen. Banken werden das Papiergeld abschaffen. Jetzt fangen sie auch mal mit den 500 Euro im Deutschen oder in ganz Europa, in Schweden. Letztens haben mir eine Dame gesagt, sie sei nach Schweden gereist, hat Bargeld mitgenommen, sie hätte nicht 1 Euro können ausgeben. Wir führen das Bargeld ein wie Banknoten und damit sind wir am Schluss. Wenn Sie noch Fragen haben, können wir die jetzt gerade beantworten und sonst können Sie bei dem Video, wo wir jetzt aufs Internet werden stellen, bei Systemwechsel TV und bei Alpenparlament TV, können Sie unten in der Fragezeile können Sie Ihre Bemerkungen reinschreiben. Also, bis zum nächsten Mal. Danke.